Ja, und damit herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil von Let's Play Vagrant Story. Wir haben im letzten Teil ja so ein bisschen ja, die Einführung gehabt in die Geschichte, in die Welt und so weiter. Sind dann nach einem längeren Intro hier jetzt endlich in der Lage, auch mal selber zu spielen und haben hier diese Truhe auch schon geplündert. Jetzt können wir direkt mal gucken, was sich darin befand. Das finde ich auf jeden Fall schon sehr witzig, dass hier wirklich ein Menüpunkt Equipieren heißt und dann noch Ausrüsten. Ich weiß nicht, im Englischen war das hier wahrscheinlich Equip und das weiß ich gar nicht mehr. Müsste ich nochmal schauen. Wir gehen mal auf Equipieren und dann sehen wir hier schon, was wir hier ausrüsten können. Das ist unser Inventar. Und auch hier, ne, wieder teilweise Sachen übersetzt, teilweise nicht. Weapon, Shield, aber dann unten Information, Körperteil ist nicht ausgestattet. Ja, ist auf jeden Fall spannend. Wir haben das Fandango und wir haben eben diese Tovarisch gesammelt. Und hier sehen wir jetzt schon eine ganze Reihe an verschiedenen Informationen, die uns vielleicht so ein bisschen erschlagen können. Also wir sehen erstmal links oben DP und PP. DP, das sind, also ich habe schon mehrfach gehört, dass das als Damage Points bezeichnet wurde. Ich habe aber auch schon gehört, dass es als Durability Points bezeichnet wurde. Ist im Prinzip auch egal. Was es bedeutet, ist, je höher die Zahl, desto mehr Schaden macht man. Und diese Zahl nimmt stetig ab mit, ja, mit Nutzung der Waffe nimmt diese Zahl ab. Deswegen würde ich sagen, Durability, also Haltbarkeit, ergibt da durchaus Sinn. Wir sehen bei unserem Schwerter das jetzt 123, weil wir es ja schon benutzt haben. Und hier bei der Tovarisch hat es noch 114, weil die haben wir ja noch gar nicht genutzt. Daneben Pipi, das sind die Phantom Points, ist im Prinzip ähnlich. Je höher, desto besser. Und die steigen aber mit vermehrter Nutzung. Also je häufiger man die Waffe benutzt, desto höher werden dann die Pipi. Das ist so. Ja, die Affinität zu der Waffe, wenn man so will, wie gut man die handhaben kann. Das heißt, diese beiden Werte, DP und PP, schön hochhalten, dann ist alles klar. Ansonsten sieht man noch unten hier Human Beast Undead. Ich glaube, das ist relativ selbsterklärend, halt, wie gut die Waffe ist gegen diese Gegnertypen. Ne, also unser Fandango ist zum Beispiel besser gegen Menschen, aber ansonsten ist der Unterschied verschwindend gering. Und dann rechts sieht man noch so Range, Risk, Attack, ja, Attack Strength, Attack Int und Agility. Und ja, das ist im Prinzip Attack Strength ist halt, also Range ist halt die Reichweite, ne, von diesem grünen Kreis, den wir da gesehen haben. Risk, das erkläre ich dann später nochmal im Kampf, glaube ich, was es damit auf sich hat. Attack Strength ist halt Nahkampfschaden und Attack Int ist ja, mentaler Schaden, Magieschaden, wenn man so will. Die beiden haben hier keinen Magieschaden und unser Schwert ist ein bisschen besser als diese Axt, die wir gefunden haben. Genau, Agilität ist, glaube ich, halt, wie häufig man zuschlagen kann oder so. Weiß ich aber auch nicht, habe ich nie so wirklich drauf geachtet. Genau, was noch wichtig ist, unten bei Informationen steht dann hier noch, welche Waffenart das ist. Ne, hier ist es halt ein Schwert und es macht Schneidschaden und ist ein Einhänder. Und die Axt macht auch Schneidschaden und ist auch Einhänder. Es ist im Prinzip, unterscheiden die sich hier nicht viel. Sie sind beide aus Bronze. Das ist auch dieses kleine B, was man oben noch sieht. Und es steht unten auch nochmal. Und von daher würde ich erstmal bei dem Fandango bleiben, weil im Prinzip, ja, es macht mehr Schaden, sieht man ja da bei Attack Strength, macht es 10 Schaden statt 9. Und wir haben halt auch schon, gut, man weiß jetzt nicht, ob das an den Phantom Points liegt, ne? Es kann sein, dass wenn wir die hier mehr benutzen, dass die dann mehr Schaden macht. Aber ja, ansonsten, genau, hier kann man noch durchswitchen, dass es eben physischen Schaden macht, vor allem sieht man hier. Die macht hier ein bisschen weniger. Und genau, Type steht ja auch unten schon. Edged. Also es ist halt dieser Schneidangriff. Aber hier, sie macht auch so ein bisschen Blunt, also so Stumpfschaden. Ja, es ist alles sehr viel, I know. Ach so, ich habe es jetzt weggelegt. Es ist alles ein bisschen
too much. Aber ja, hier bei dem Schild, da sehen wir jetzt schon, das ist aus Holz. Ein Holzschild schützt uns ein bisschen gegen Blunt, I guess. Ja. Und hat ansonsten ein bisschen Defense gegen Int und ein bisschen, also gegen Magieschaden und gegen physischen Schaden. Ja, nehmen wir auch mal mit, weil wir haben ja gerade einen Einhänder, da können wir auch ein Schild tragen. Was haben wir noch bekommen? Wir haben Fäustlinge bekommen. Da sehen wir, Lederhandschuhe bekommen, Fäustlinge hatten wir ja schon. Da sehen wir zum Beispiel unsere aktuellen Lederhandschuhe, also die sind ja auch aus Leder und Handschuhe, sie heißen Fäustlinge, haben einen hohen Verteidigungswert gegen Magie, aber nur eine Verteidigung gegen physischen Schaden. Während der Lederhandschuh einen Punkt mehr gegen physischen hat, aber halt 4 Punkte gegen Magie weniger. Deswegen bleibe ich erstmal bei den Fäustlingen, ganz ehrlich, weil das ist, also Magie ist auf jeden Fall gefährlicher als physischer Schaden. Flügelmütze, so, diese Begriffe sind einfach fantastisch. Flügelmütze, Ritterwams geht ja noch, Sandalen und heilige Silberkette. Genau, ein Andenken an seine Frau. Ist auch noch wichtig. So ein bisschen, also ich will jetzt nicht sagen, das war das Dark Souls seiner Zeit, aber so ein bisschen, ja, so ein kleines bisschen erinnert mich manchmal schon daran, weil es halt hier in diesen Itembeschreibungen teilweise auch ein bisschen Lore gibt zu der Geschichte, zu den Charakteren. Genau, und hier steht ja auch Andenken an seine Frau, also an Ashleys Frau. Das geweihte Symbol der Yorks-Sekte ist zu erkennen. Ja, es ist dieses Kreuz, was er um den Hals trägt. Und auch hier sehen wir, ja, macht so ein bisschen Schutz gegen Undead, gegen Evil, ja. Und gegen Magieschaden allgemein. Achso, jetzt habe ich es wieder ausgezogen. So, ja, wie ich würde sagen, wir haben das Schild ausgerüstet, mehr brauchen wir erstmal nicht, gehen wir erstmal weiter. Wir wollen ja was erleben hier. So, da sehen wir auch schon, da kommt jetzt die Fledermaus. Und das war's wohl schon. Dann eine Mechanik, die wir uns die in diesem Spiel auf jeden Fall noch häufiger vorkommen wird, sind halt diese, ja, ich sag mal, Schieberätsel, beziehungsweise ja, Boxen, die man aufeinander stapeln muss, um von einem Ort zum nächsten zu kommen. Da gibt es Gott sei Dank nicht so viele. Also es gibt ein paar Schieberätsel, aber es hält sich einigermaßen in Grenzen. Jetzt erstmal eine Zwischensequenz. Anscheinend, ja. Wie sieht's aus? Kriegst du das Ding auf? Bewegt sich kein Millimeter. Wie kann das nur sein? Vorhin war die Tür noch nicht abgeschlossen. Sie ist nicht einfach abgeschlossen. Es ist die Kraft der Grimoire. Verflucht nochmal. Wer in Gottes Namen hat sie dann abgeschlossen? Und von wo? Etwa von innen? Pass auf, welche Worte du in den Mund nimmst. Auf jeden Fall treffen wir so nie auf unsere Einheit. Was ist mit denen, die weiter ins Innere vorgestoßen sind? Sind noch nicht zurück. Wo halten die denn wieder Maulaffenpfeil? Jetzt krieg dich mal wieder ein. Komm mal hier rüber. Hier gibt's was Interessantes zu sehen. Komm mal du ja. Interessant. Die Grimoire. Ja, sehr interessant. Wir hören zum ersten Mal, glaube ich, von den Grimoire. Und sehen auch hier jetzt, dass hier, ja, die Ritter, wie hießen sie, Schwerter des Grals, ne? Der Ritterorden hier jetzt zugange ist. Und wenn wir hier versuchen durchzugehen, steht da ein Chrysanthemensiegel Bannfeld wurde errichtet. Das ist auch mal ein Wort, ja, wir haben es verstanden. Ein Chrysanthemensiegel Bannfeld. Okay. Ist auch cool, dass ihr hier so langsam die Treppen hochgeht, ne? Wenn man. Ja, dann geht er automatisch langsamer. Cool, cool. Ist das auch die Kraft der Grimoire? Unglaublich.
Vom Hörensagen war es mir ja bekannt, aber wenn man es dann mit eigenen Augen sieht? Ja, für die ist es anscheinend, selbst so was Einfaches wie eine sich bewegende Plattform ist halt für sie unfassbar, weil es halt Magie ist und Magie in dieser Welt, ja, kein, ja, eigentlich nicht mehr vorkommt, nicht mehr, keine Relevanz mehr hat. Angeblich wurde auf dem Anwesen des Fürsten ein Drache gesehen. Ja, auch irgendwie sehr magisch, ne? Habe ich auch gehört. Wenn Magie tatsächlich existiert, ist es bis zum Drachen wohl auch nicht weit. Officer Gildenstern ist wohl auf. Sicherlich. Schon am Eingang zu Le Monde trifft man auf solche Wunder. Wie sieht's dann erst im Inneren aus? Bleib mal locker. Uns Frischlingen ist es neu, aber dem oberen Befehlsstab war die Existenz der Grimoire schon bekannt. Oder etwa nicht. Unser Befehl lautet, die Mellenkampfsekte zu vernichten und die Sicherstellung der Wunder. Ist ja nur ein Gerücht, aber angeblich soll Sir Gildenstern auch Magie wirken können. Schwachsinn, wir sind Diener Gottes. Glaubst du allen Ernstes, der Führer des Heiligen Ritterordens verwendet schwarze Magie? Deswegen sag ich ja, es ist nur ein Gerücht. Aber wenn Sidney tatsächlich Magie wirken kann, müssen wir dann nicht von derselben Kraft Gebrauch machen, um ihn zu besiegen? Gott steh uns bei. Nee, Gott steht uns bei. Na, herzlichen Glückwunsch. Na, herzlichen Glückwunsch. Aber im Englischen sagt er da, ever the choir boy. Also so typisch der Chorjunge, der halt auf Gott hofft. Aber herzlichen Glückwunsch finde ich auch gut. Jetzt erzähl mir noch, dass du wirklich an Gott glaubst. Leider ist mir der werte Herr noch nicht begegnet. Aber an die Kraft des Bösen glaube ich. Wir haben sie ja direkt vor Augen. Glaubst du, die Aneignung von Magie ist ein leichtes Unterfangen? Alten Überlieferungen zufolge ist es genau das, was die Grimoire ermöglicht. Sie macht die Magie zugänglich für jedermann. Für jedermann. Man bekommt sogar Felsen zum Schweben. Damit haben wir uns mal wieder verraten. Sidney Ashley, der geheime Geheimagent. Ah, jetzt haben wir auch gesehen, das war auch ganz cool. Ich hatte zwar den Arm anvisiert, aber da zwischen uns eben, ja, diese Felsformation hier war, hat er eben da vorgeschlagen. Also man muss auch das Terrain so ein bisschen mit einkalkulieren beim Kampf. Ja, ich gehe weiterhin auf die Arme, das ist, glaube ich, immer ganz gut. Dann lassen mich die Gegner meistens in Ruhe. Ah, es hat wieder nicht funktioniert. So, das war's schon für dich. Da kriege ich auch mal einen ab. Das ist aber vollkommen okay. Da können wir uns hier ein bisschen abwechseln. Oh, das war sogar ein Crit. Na, siehst du mal. Und das war's auch schon. Bekommen wir was? Nee, wir bekommen nichts. Kann ich die Waffe mal wegstecken? Können wir uns hier mal das Feuerchen angucken? Feuerchen, jawohl. Ja, das fand ich schon, wie gesagt, immer ganz cool, dass man sich dann nochmal den Raum angucken kann. Hier ist noch ein bisschen Wein. Und hier müsste dann... Genau, da ist ein Speicherpunkt und hier ist so eine Vorratskiste. Fand ich auch ganz cool. Ist allerdings auch so ein bisschen, ja, so typisch PS1-Zeit. Du musst halt auf eine, ich kann das mal kurz machen, auf die Memory Card zugreifen, weil da der Inhalt dieses Containers, dieser Truhe gespeichert wird. Aber ist halt klar, zu der Zeit, was solltest du machen? Da musste man halt auf sowas zurückgreifen und musste dann seine Truhe auf der Memory Card speichern. Das ist ganz cool. Genau, wir haben auch so eine maximale Kapazität an Gegenständen, die wir tragen können. Aber ich würde sagen, noch brauchen wir erstmal nichts, beziehungsweise noch müssen wir nichts hier hineinlegen. So, dann würde ich sagen, speichern wir mal. Ne, immer auf diesen blauen Runen hier können wir halt speichern. Und... ja, ich bitte darum. Ja.
Aber das läuft doch bisher eigentlich ganz flüssig. Wir hatten noch keine Abstürze, die Zwischensequenzen wurden geladen, ich bin zufrieden. So, ich drücke halt immer. Das Lustige ist, um in diesen First-Person-Mode zu kommen, kann man entweder, wie war das? Start, genau, man kann Start drücken. Oder mit dem rechten Analogstick. Wenn man den irgendwie bewegt, dann kommt man da auch rein. Und ich drücke halt immer den rechten Analogstick, um die Kamera zu drehen. Wenn man das ja in heutigen Spielen so macht. Aber da komme ich halt in diesen First-Person-Mode. Die Kamera dreht man nämlich mit R1 und L1. Ja, alles ein bisschen gewöhnungsbedürftig natürlich. Aber man darf ja auch nicht vergessen, das ist eins der ja, ersten 3D-Spiele. Ne? Also klar, 2000, da gab es schon einige 3D-Spiele, aber es war immer noch so die Anfangszeit. Deswegen verzeih ich das mal. Und wieder ein Erdbeben. Wie vor 25 Jahren. Hatten wir auch schon mal erfahren. So, eine Fledermaus, ein Hundi. Tut mir leid, Hundi, aber du bist halt leider etwas aggressiv. Ja, ne, und wenn wir jetzt mal hier gucken, kann ich ja mal kurz zeigen, bei Item müsste jetzt eigentlich das Schwert auch schon ein bisschen weniger DP, genau, man sieht, das geht runter, PP gehen aber hoch. Ja, momentan können wir noch nicht viel tun, um die DP wieder zu regenerieren. Beziehungsweise im Moment können wir noch gar nichts tun, aber das wird sich hoffentlich bald ändern. So, das fand ich auch immer gut. Hier kann man nämlich, bevor man den Raum verlässt, sollte man ab und zu nochmal gucken, ob da nicht noch was war. Ob sich denn nicht noch irgendwo eine Truhe versteckt. Wie war denn das eigentlich mit der Karte? Wie komme ich da denn nochmal hin? Achso, auch hier. Kann ich auch mal zeigen. Wir haben hier die Karte. Die finde ich für ihre Zeit auch sehr gelungen. Naja, und die dreht man wieder mit dem rechten Analogstick. Das ist halt so ein bisschen... finde ich auch sehr gelungen. Ich glaube, viele wird es wahrscheinlich so an Metroid Prime erinnern. Das hat eine ähnliche Kartenstruktur, kam aber ein paar Jahre später. Und ich finde die eigentlich ganz gut. Also man sieht hier so Höhenunterschiede, man sieht ungefähr, ah ja, da waren wir mal, da kamen wir ursprünglich her, dann sind wir da durchgelaufen. Besonders cool ist auch, dass die Räume haben halt Namen. Aus irgendeinem Grund heißen die halt sowas wie Portal der Dämmerung, Rastplatz, Gang der Verhärmten, Treppe der Trauben, gut, das ist halt ein Weinkeller, da müssen irgendwo Trauben mal reingekommen sein. Weinlagerstätte, auch nicht so mega innovativ. Und Vertragsraum der Kenner. Also, ja, sehr spannend. Also, auch warum die Räume benannt wurden, keine Ahnung, aber ich finde es gut. Ich glaube, hier ist eine Falle, ne? Ja. Ist dann so, bestimmte Sachen erinnere ich mich dann doch noch. Vor allem, wenn es halt irgendwie fucking 50 Schaden macht. Genau, und das meine ich halt, bevor ich weitergehe, gucke ich meistens nochmal, war hier noch was? Nee, gut, dann geht's weiter. Der Magistrat hat einen Agenten geschickt. Ihr geht zurück und erledigt diesen Plagegeist. Genau, damit meint er uns, ne? Wir sind ja von der VRF. Wie hießen sie nochmal? Valencia, Ritter des Friedens. Ich glaube, ich habe letztes Mal der Freiheit gesagt. Das ist natürlich Unsinn. Sie sind die Ritter des Friedens, glaube ich. Hoffe ich. Oh Gott. Naja. Genau, wir sind ja Agent des Magistraten und das hier ist Gildenstern, der Anführer, der hier diese Operation des Ritterordens leitet. Der Magistrat? Ein Agenten? Ein Agent des VRF. Habt ihr mich verstanden? Ihr seid mir jetzt gehorsam. Euer Feind ist der VRF-Agent. Auch sehr spannend, was hier gerade passiert, ne, mit diesen Klammern, was damit ausgedrückt werden soll. Und nun geht. Zu Befehl! Denn das war gar nicht Gildenstern, das war der, oder Gildenstern, das war der gute Sydney. Oh. Und er geht direkt auf die Kisten drauf.
Auch das ein sehr interessantes Feature, dass man halt manche Gegenstände, die man eigentlich braucht, um weiterzukommen, zerstören kann. Und dann muss man zum Beispiel nochmal den Raum neu betreten, damit dann die Kisten respawnen, wenn ich sie jetzt brauche. Aber ich glaube, in dem Fall reichen auch zwei. Spawnen wir gleich mal. So. Weiß ich gar nicht, ob ich die verschieben muss. Ich gehe mal hoch. Ja, das müsste auch so gehen. So, und ich glaube, der hat eine Armbrust. Das heißt, der ist ein bisschen gefährlich. Naja, egal, ich muss runter. Schieß mich ab. So, immer schön hinterher. Gut, Zeit. Auch im Nahkampf ist eine Armbrust recht nützlich anscheinend. Gut. So, dann war hier oben. Ist nichts mehr, ne? Ja, das ist auch das Gute an der Karte. Man sieht halt die Ausgänge eines Raums. Das heißt, ich weiß zum Beispiel, wenn ich jetzt unten auf die Karte gucke, hier kann kein Ausgang mehr versteckt sein, weil es gibt nur einen nach vorne und nach hinten. Das ist dieses graue Kreuzchen da, und das Rote ist halt da, wo wir herkommen. Gut, weiter geht's. Wir haben so ein bisschen durch die dämliche Falle haben wir schon echt viel Leben verloren. Schon wieder. Diesmal ist es stark. Aufenthalt scheint ungesund. Ja, dann sollten wir uns doch mal schleunigst be- Ja, auf jeden Fall viele Erdbeben. Wie gesagt, wir hatten ja schon mal eine Heilknolle, das ist schon mal gut. Schon davon gehört, dass es vor 25 Jahren ein Erdbeben gab, bei dem viele Menschen gestorben sind. Und man aber nichts Genaueres weiß über die Umstände. Und jetzt sehen wir, hier ist wieder ein Erdbeben. Äußerst verdächtig. So, jetzt sehen wir da zum Beispiel unten, ne? Ah, da oben muss irgendwie ein Ausgang sein. Weil da ist ja dieses graue Kreuzchen. Dann gehen wir da doch mal zuerst hin. Und versuchen uns hier am Doggo vorbeizukämpfen. Monster haben die Tür verriegelt, genau. Keine Ahnung, wie sie das gemacht haben, wie die Fledermaus da den Türknauf betätigt haben soll, aber das sind immer so, ja, ich sag mal so kleine Herausforderungen manchmal. Oh, das wollte ich gar nicht. Dass man eben die Gegner in einem Raum besiegen muss, bevor es weitergeht. Oh, und da fällt mir noch was ein, was ich gleich mal einstellen sollte. Was auf jeden Fall wichtig ist. So, und jetzt, genau, die Tür wurde aufgeschlossen. Ja, wie das genau funktioniert, wollen wir mal nicht hinterfragen. Was ich auf jeden Fall mal einstellen wollte, es gibt hier unter Optionen einen Punkt, nämlich Puzzle-Modus. Ein- und Ausschalten des Puzzle- oder Puzzle-Modus gilt nur für bereits passierte Räume, genau. Denn es gibt in diesem Spiel bestimmte Rätsel, die man lösen muss, ne, in diesen Puzzle-Räumen. Und die muss man innerhalb einer bestimmten Zeit absolvieren. Man kriegt zum Beispiel irgendwie 30 Sekunden, hast du Zeit, um irgendwie von A nach B zu kommen. Um irgendwie ein Puzzle zu lösen, was auch immer, um irgendwie Feinde zu besiegen. Keine Ahnung, kann alles möglich sein. Alles Mögliche sein. Und wenn dieser Modus hier an ist, dann wird das Rätsel jedes Mal neu gestartet, wenn man den Raum betritt. Soweit ich mich erinnere. Also ich habe diese Challenge einmal abgeschlossen, gehe nochmal in den Raum und muss das nochmal machen. Was ich nicht so gut finde, sage ich mal. Was ich besser finde, ist, wenn man das nicht machen muss. Das heißt,
Man muss diese Rätselräume einmal absolvieren und kann danach einfach ja da durchlaufen. Was ich auf jeden Fall viel, viel besser finde. Genau, es ist jetzt aus. Ja. Ist noch nicht so wichtig gerade, aber wird später auf jeden Fall. Wird auf jeden Fall wichtig. Siebter Himmel, Kettenhandschuh, Aloe-Wurzel und eine Heilwurzel. Ja. Siebter Himmel brauche ich, glaube ich, nicht gerade. Das ist die Armbrust da. Aber bei den Handschuhen können wir mal gucken. 1, 13, 2, 9. Ja, sind genauso gut wie die Lederhandschuhe. Ja, haben halt vielleicht hier andere Werte, aber im Prinzip brauche ich die erstmal nicht, würde ich sagen. So, war hier noch was? Da oben vielleicht? So, mal schauen. Genau, hier sieht man nur, ah, da ist eine Truhe, da ist aber ansonsten nichts mehr. Okay. Warum kann ich dann hier hoch? Gut, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall noch ein schöner Schrank, aber da ist auch nichts drin. Okay. Haben wir diesen kleinen optionalen Raum auch hinter uns gebracht? So, dann mal gucken. Hier geht's weiter runter. Ich glaube, hier war ansonsten auch nichts. Okay. Ja, ne? Und das ist so das grundsätzliche Gameplay. Ne? Man erforscht diesen Keller, sehr viele unterirdische Gebiete, hat zwischendurch immer mal sehr coole Zwischensequenzen und kämpft sich hier so durch. So, und dann hat man auch mal ein oder zwei Rätsel, wie jetzt hier zum Beispiel, wo wir irgendwie darüber müssen. Zum Beispiel, indem wir uns einen Turm bauen oder so. Weiß ich gar nicht, ob ich hier überhaupt so viel brauche. Ah, es reicht schon einer, okay. Das heißt, ich musste nur einen rüberbringen. Naja. So, dann habe ich da unten doch was gehört. Ja, da ist wieder ein Wolf. Das ist gar nicht nett, lieber Wolf. Ich glaube, ich glaube, die Kiste brauche ich, aber ich weiß es gerade nicht. Komm mal lieber hierher. Wenn ich nichts sehe. Ja, aber sie machen auch verschwindend geringen Schaden. Das ist schon mal gut. So, wo wollen wir denn hin? Wir wollen da hoch. Weil es da. Ja, genau, ja, ich komme auch so hoch, ja. Also, man soll hier, glaube ich, mit den Kisten hoch, aber man kann auch so hoch springen. Ein Hebel, ja, dann legt den mal um. Auch alles animiert, auch ganz cool. Rasch, solange die Tür offen ist. Genau, jetzt haben wir schon eins von diesen Rätseln hier. Durchgang geglückt. Ja, war jetzt nicht so schwer, ne? Aber wir haben es geschafft. Yay. Ja, wir haben ja eben schon gesehen, wir haben eine Kette von unserer Frau. Also wir hatten wohl eine, oder haben wohl eine Frau und haben wohl auch einen Sohn. Und
Ja, Visionen aus der Vergangenheit. Ja. Auch das halt einer der Gründe, warum ich das Spiel so interessant und cool finde. Weil es halt so sich halt so krass gut inszeniert. Also von der, ja, von der, von den Szenen, wie sie zusammengeschnitten sind. Ich glaube, das muss ich ja auch nicht zerstören. Aber ja, generell auch so die Kameraarbeit und der Einsatz von Musik und alles, das ist schon echt gut gemacht. Und für die Zeit ist nicht gerade selbstverständlich oder so. Also das ist schon, wenn man sich andere Spiele aus der Zeit anguckt, ist das schon echt was Besonderes. So, war hier sonst noch was? Nochmal kurz schauen. Ihr kennt das Spiel? Nee, gut. Ups. Falsche Taste. So, ein Speicherpunkt. Und was haben wir hier noch? Heilelixier und Heilknoll. Gut. Dann würde ich sagen, speichern wir mal wieder. Ich sollte eigentlich für jeden Part einen neuen Speicherstand dann mal anlegen, glaube ich. Aber jetzt habe ich den schon überschrieben. Dann nehmen wir den jetzt auch nochmal. Komm. Was soll it? So, ein Speicherpunkt direkt vor einem ominösen Tor. Ich glaube, hier kommt ein wichtiger Kampf. Wo sind wir denn? Wir sind im Weinmarkt. Okay. Waren schon am Ort der verrotteten Trauben. Das Zechgelage der Dauphinen. Ort der trockenen Kehle. Auktionsplatz der Leben. Raum der Gruselschauder. Alter, das sind ja Namen. Gruselschauder? Perfekt, ey. Lagerraum fürs Auslesen. Ja, und dann wieder die Gruselschauder. Hammer. Okay, dann was auch immer uns erwartet. Ich bin gespannt. Etwas Großes. Etwas Großes und Gefährliches. Und er haut. Ja, er haut schon gut rein, ne? Gut, wir machen aber immer noch guten Schaden. Auf den Beinen hätten wir sogar 100% Treffer. Ich gehe mal auf den Kopf, wenn ich hier kann. Leider nicht getroffen. Ja, 68% ist auch nicht so viel, aber. Man sollte zumindest ab und zu mal treffen. 69, nice. Ja, ja. Ich glaube, nach dem nächsten Schlag brauchen wir auf jeden Fall mal ein bisschen Heilung. Oh, das war's schon. Okay. Geht ja doch recht fix. So, und jetzt kriegen wir noch einen Rang, ein paar Punkte und dürfen einmal Roulette spielen. Map zu 3% abgeschlossen. Sehr gut. Das hier ist mehr oder weniger Glücksspiel. Ich glaube, man kann das irgendwie beeinflussen, aber ich, ja, wir machen einfach mal. MP plus 2 bringt uns gar nichts, aber ist voll okay. So, Chrysanthemensiegel, das brauchen wir für die Tür, ne? Das, wo die zwei Dullis davor standen letztes Mal. Grimoire des Lebens heilt die HP des Zielobjekts. Und Grimoire der Ohnmacht senkt zeitweilig die Stärke. Beides sehr gute und sehr wichtige Zauber.
Da würde ich sagen, weil wir ja gerade recht wenig HP haben, benutzen wir doch, wo auch immer, wo geht das denn eigentlich? Achso, hier oben dann, ne? Ich muss hier, glaube ich, so durch, genau, zu Gegenständen. Und, ach krass, was wir alles hier schon haben. Ja, und dann gehen wir mal zum Grimoire des Lebens und benutzen das. Weil das ist quasi ein Zauberbuch mit dem, ne, Zauber des Lebens. Und wenn wir das jetzt benutzen, lernen wir den Zauber. Und müssen dann nicht immer das Grimoire benutzen. Und wir sehen 82 geheilt. Und Zauber heilen gelernt. Ich glaube, genau, man kann hier mit L2, R2 geht's nicht, ne? Ne, mit L2 kann man, hat man so ein Schnellmenü, was auf jeden Fall sehr hilfreich ist, was ich bei meinem ersten Playthrough gar nicht kannte. Was aber wirklich eine gute Idee ist. Das heißt, ich kann jetzt einfach nochmal hierüber Heilzauber wirken. Ja, das ist halt so ein Ding in dem Spiel, man ist halt sehr viel in Menüs und die Menüführung ist echt nicht so gut, leider. Das war halt auch so ein Ding, was damals noch nicht so wichtig war. Anscheinend, also so Usability, User Experience ist hier halt schon echt, ja, nicht so geil, aber mir macht's nicht so viel aus, aber ich verstehe, wenn das Leute abschreckt, auf jeden Fall. So, da ist noch eine Truhe, die holen wir uns doch direkt mal und dann geht's zum Chrysanthemen-Bann-Siegel oder wie es hieß. Ein Holzschild, eine Aloe-Knolle und für Betäubung irgendwas, genau. Bei dem Holzschild können wir ja mal gucken. Wir haben ein einfaches Schild. Ja, das ist besser, ne? Holzschild schützt ein bisschen besser gegen Magie. Und ansonsten, ja, diese Sachen hier, da gucke ich halt nicht so häufig drauf. Das ist jetzt besser gegen Schnittwaffen, das andere ist besser gegen stumpfe Waffen. Ja, passt schon. Es hat bessere Werte. Wir nehmen das Holzschild. So, dann gucke ich auch hier nochmal kurz, aber... Ich finde es schon echt sehr schön, auch was sie hier gemacht haben mit diesem Rauch. Was jetzt so eine halbtransparente Textur einfach ist, aber es wirkt einfach... es funktioniert halt, ne? Also auch, ja, was die Atmosphäre und Stimmung angeht, haben sie hier absolut abgeliefert, Freunde. Aber... Noch können wir hier nicht raus. Anscheinend. Ah. Sydney. Beachtliche Leistung, Diener des Königshauses. Die wenigsten Menschen ertragen die Wahrheit, weil sie in ihrem eigenen kläglichen Verstand gefangen sind. Deswegen werden sie von der Angst beherrscht. Aber du bist anders. Du handelst stets kühn und gelassen. In welcher Situation du dich auch befindest, lässt sich bei dir kein Anzeichen von Nervosität erkennen. Nie. Es ist, als hättest du... Als hättest du keine Seele. Pourquoi? Ich spreche leider kein Französisch, by the way. Warum nur hast du die Kraft, deinen Körper zu beherrschen? Wie ein Kind, das ein Bilderbuch liest und der darin vorkommende Held, ist deine Seele vom Körper getrennt. Wo befindet sich deine Seele? Ist es ein Geschenk des jahrelangen Drills bei der VRF? Oder gab es ein Ereignis, das dich dazu zwang, deine Seele zu verbergen? Offenbare mir deine Seele.
Du hast also dein Kind und deine Frau ermordet? Dein Eigenfleisch und Blut? Sie wurden von erbärmlichen Dieben getötet. Nein, du konntest sie nicht beschützen. Ein Elite-Ritter wie du konntest sie nicht retten. Du hast versagt, als Kämpfer, Ehemann und als Vater. Du hast sie auf dem Gewissen. Sydney? Verfolge mich, Ashley Leonette. Deine Wahrheit lebt nur in dir selbst. Was ist dein Ziel? Harden? Ashley? Melrose? Kümmere dich nicht um mich. Du musst sie beide ergreifen. Lemont wird euch vergeben und die in euch schlafende Kraft hervorrufen. Es ist keine Gabe Lemonts, sondern die, die ihr im tiefsten eurer Seele begraben habt. Das hier ist ein Spiel. Ich fliehe und du verfolgst mich. Ich bin die Maus und du die Katze. Doch die Maus wird auf der Hut sein. Sie wird viele Fallen aufstellen und die böse Katze erwarten. Ich werde warten, Ashley Leonette. Sydney, warte! Verdammt. Ja, viele Dinge, die hier passieren. Der Siegel der Erinnerung wurde gebrochen. Ashley, ja, egal. Was geht hier vor? Ich warte, ich werde warten, Ashley Leonette. Ja, wir haben ein bisschen was zur Backstory gesehen. Ashley hat seine Familie verloren, seinen Sohn, seine Frau konnte er nicht retten vor Banditen, die ihn überfallen haben. Und Sydney, wie wir auch schon gehört haben, kann in unsere Gedanken eindringen, uns gewisse Dinge zeigen, unsere, ja, Gedanken lesen. Und hier haben wir jetzt einen Dummy bekommen, das auch noch rumdrein. Was da eben passiert ist, was ich nicht mehr vorlesen konnte, ich glaube, das bedeutete, dass man hier genau diese Kampffähigkeiten jetzt freischalten kann. Was das wiederum bedeutet, genau, wir haben hier gewisse Fähigkeiten, die wir einsetzen können, wenn wir im richtigen Moment zuschlagen, sag ich mal. Also einmal Angriffsfähigkeiten und einmal Verteidigungsfähigkeiten. Das ist gar nicht so einfach, weil teilweise das Timing wirklich sehr präzise ist. Aber wir können mal gucken. Also wir haben hier diese drei Fähigkeiten. Volltreffer, 70% des erlittenen Schadens werden dem Gegner zusätzlich zugefügt. Also einfach nochmal einen Folgeangriff nach einem Angriff. Dann haben wir Lebensfunke. 30% des erteilten Schadens werden auf die eigene HP addiert. Und Spalten. 40% des erteilten Schadens werden dem Gegner zugefügt. Eigene DP erholen sich gering. Und diese Fähigkeit ist extrem wichtig, wie ich finde, weil sie uns eben hilft, die Durability, also die DP oder Damage Points, wie auch immer, zu regenerieren von uns. Das heißt, somit können wir unsere Waffen reparieren, ohne sie wirklich reparieren zu müssen. Das geht dann auch. Aber das machen wir später. Genau, hier die können wir jetzt quasi zuweisen, wie wir wollen. Ich nehme mal Volltreffer auf, ja, ich lasse es mal so, Volltreffer auf Kreis, also das ist einfach nur Schaden, Leben auf Dreieck und Spalten auf Viereck, ja, ich glaube, das passt soweit. Und bei Verteidigung haben wir Block, Antiparalyse, Antiparalyse ist, glaube ich, auch ganz gut, also wenn jetzt ein Gegner einen attackiert mit einem, ja, Paralyseangriff und wir eben uns nicht bewegen können, dann kann man das damit aufheben. Deflektor ist Schaden zurückwerfen, 40%. Und Block ist einfach Schaden blockieren, 50%. Mal gucken, wie wir damit zurechtkommen. Kannst auf jeden Fall mal schauen. Wir haben ja, ne, das Fandango DP 98. Und ich glaube, bei diesem Dummy können wir das jetzt mal testen.
Ja, das ist mir jetzt einmal gelungen. Aber es ist... Ja, beim zweiten Mal bin ich jetzt immer zu schnell. Da steht dann links halt fast, ne? Jetzt war ich zu slow. Also es ist nicht so leicht. Zumindest für mich nicht. Jetzt hat es mal geklappt. Da wollte ich jetzt mal kurz geholt. Ja. Jetzt mal schauen, ob sich die DP hier verändert haben. Nö. Gut. Wahrscheinlich auch, weil es kein richtiger Gegner ist. Aber ja, wir haben hier das so mal ein bisschen... Ja, wir müssen damit so ein bisschen rumprobieren. Ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges System und ich bin meistens leider etwas zu langsam, um es wirklich gescheit zu nutzen. So. Dann, genau, speichern wir mal. Und ich würde sagen, für diesen Teil reicht es dann erstmal. Wir haben hier ja einiges gesehen, einiges erlebt, einiges gelernt auch. Und ich würde sagen, genau, im nächsten Teil gehen wir dann weiter. Wir werden dann das Chrysanthemen-Siegel nutzen. Ne? Hier unten war ja dieses... das wird auf der Karte auch angezeigt. Da, unlockable, da ist die Tür, wo wir dann hin müssen nächstes Mal. Und genau, dann gucken wir uns das noch an. Ja, ich habe Spaß. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß. Wie gesagt, ich werde ab und zu bestimmt auch mal Fehler machen und irgendwelche Sachen falsch erklären und so. Ich bin jetzt kein großer Experte. Exekutionsplatz der Liebe. Ist das nicht romantisch? Hier geht die Liebe hin, um zu sterben. Schön. Genau, aber ich versuche da so ein bisschen durchzuführen. Und werde aber bestimmt an einigen Stellen auch mal irgendwie nicht weiterkommen oder so. Es ist ein relativ komplexes Spiel, ich glaube, das wurde jetzt schon klar. Aber im Prinzip so schwer ist es dann auch nicht, ne? Also hier halte, halte die DP hoch, halte die PP hoch und dann kommst du schon irgendwie durch. Okay, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Let's Play Vagrant Story. Bis dahin, ciao, ciao.